Letzten Session mit uns, endlich. Aber es werden weniger. Also nächstes Mal machen wir weniger, so geht das nicht. Das ist der McLemmon. Das ist immer noch der Lyra. Das ist jetzt der Talk mit Fenster, im Fenster, im Fenster, im Fenster, im Fenster. Im Fenster. Im Fenster. Hat nichts mit Windows zu tun. Nee. Im Prinzip geht es um Screen, Tmux und was da sonst noch anfällt. Wir haben keine Slides diesmal. Ja, mir sind die Slides ausgegangen. Ich habe nach den letzten Talks über 450 verbraucht. Jetzt habe ich keine mehr. Der Punkt ist nur der. Das ist Schwarz-Weiß-Terminal. Der liebe Peppi hat dann irgendwann gesagt, er würde gern von Linux präsentieren, weil er macht ja eigentlich nichts mit Linux. Ich mache und Linux. Hat gesagt, er hätte gern eine ordentliche Linux-Distribution. Worauf ich ihm ein Miley Cyrus Linux. Nein, Hannah Montana. Hannah Montana Linux installiert habe. Das ist eine offizielle Linux-Distribution. Was ist basierend auf Debian Urold Stable? So ungefähr, ja. Kurz nach Edge. Unterhalt mal das Publikum. Fang doch schon mal mit dem Talk an, während ich Während du deinen X-Server konfigurierst. Ja, ja, mit Linux wäre das nicht passiert. Okay, das war's nicht. Nimm doch einfach einen anderen Virtual Desktop. Nein, das hat mit dem Virtual Desktop nichts zu tun. Passt schon. Also 2016 wird definitiv das Jahr des Linux Desktops. Ich hab dich auch nicht. Ja, irgendwann werden wir recht haben mit dieser Behauptung. Ja, es geht um Screen und Tmux und vielleicht ein bisschen No-Hub und Disown und Jobs und Foreground und Background. So klassisches Unix-Klumpert halt. Wer von euch verwendet denn Screen? User bin Screen. Ah, sehr schön. Wer von euch verwendet Tmux? Ich sehe schon, da verwenden manche beides. Martin, hier können wir was lernen. Heute werden alle unsere Fragen beantwortet. Das ist sehr gut. Verwende ich immer noch gar nichts davon? Könnt ihr mal die Leute holen, die der Talk ist? Ja gut, also dann kennt ihr euch mit den Basics ja aus, so Terminal-Multiplexer, Terminals, in Fenstern. Wenn man da weiter scrollt, sind es immer noch Fenster. Soll ich mal mit dem Geschichteunterricht anfangen? Vielleicht lernen wir ja was. Ja, also nachdem wir jetzt kein mausbasiertes User-Interface haben, die Leute, die mit bei Siemens waren, wissen, was ein Rollkugelmanipulator ist. Oder eine Datensammelleitschiene. Systembus, Datensammelleitschiene. Datensammelleitschiene, genau. Deswegen befassen wir uns heute mit einem Datensichtgerät, also einem Terminal. Das dient sowohl zur Textein- als auch Ausgabe und früher bei Großrechnern eingesetzt, da war so das klassische Mainframe- und Terminal-System und ersetzt jetzt seinerzeit die Fernschreiber. Kommt als Abkürzung DevTTY, habt ihr vielleicht schon mal gesehen irgendwo, wenn man wieder nach diesem blöden USB-Adapter sucht in seinen Devices, weil irgendwie die Serial-Connection nicht mag. Das kommt noch von der Teletype, also quasi die Fernschreibmaschine, als man noch die Ausgabe auf Papier hatte, weil die Monitore noch rar waren. Genau. Richtig. Nicht mehr Lochstreifen, nein, ein bisschen moderner. Ja, also ein Terminal-Multiplexer ist jetzt so ein Stück Software, mit dem kann ich mehrere Terminals in einem Terminal haben, da wir ja nie den Komfort unserer Shell verlassen wollen und uns dort wohlfühlen, wollen wir davon mehrere haben. Notizen. Also, ja, bietet uns dann die Möglichkeit, so Tabs zu machen, aber halt nicht auf Basis der Terminal-Applikation, sondern wirklich im Terminal selber drinnen. Bietet so Sachen wie Copy-Paste und einen Scrollback-Buffer, das heißt, ich kann mir dann nach 4 Stunden Arbeit irgendwann diese eine Config-Zeile, die ich wieder versehentlich gelöscht habe, aus meinem Scrollback wieder zurückholen. Das soll ja vorkommen. Und wir kommen ohne grafische Oberfläche aus. Yay.
Das ist prinzipiell sehr gut. Und was hast du gegen den Hannah Montana Linux? Ich verstehe das nicht. Nein, ich wollte es ja haben. Ich finde das schick. Total hübsch. Ist ungefähr genau auf dem gleichen technologischen Stand wie mein OS 10. Fühle ich mich total daheim. Also, was? Beides Open SSL 098. Immerhin. Das Praktische, da wir ohne grafische Oberfläche auskommen, das funktioniert auch über SSH. Das heißt, ich kann das auf entfernten Rechnern, Servern, Raspberry Pis, Toaster mit NetBSD, kann man das überall verwenden und es läuft im Hintergrund. Das ist sehr praktisch. Screen und Temux tun so im Wesentlichen ähnliche Dinge. Screen ist das ältere Teil davon. Dementsprechend schaut der Source Code auch aus. So ein bisschen altbacken. Aber bewährt, ist recht stabil, tadellos. Screen ist GPL-licensed, genau. Fragt mich jetzt bitte nicht nach der Version, ich könnte es euch nicht beantworten. Und Temux ist eine quasi neuere Implementation unter BSD. Lizenz. Ja. Und entsprechend modernerer Code und damit auch etwas modernere Konfigurationsdatei-Syntax bietet ein paar. Verträgt sich auch mit Screenreadern besser. Screenreader, ja. Wenn man sich mal sein Terminal vorlesen lassen möchte. Genau. Im Wesentlichen, was ihr davon einsetzen wollt, ist eigentlich für die Basics egal. Tut beides. Vorteil von Screen ist, es ist auf den meisten Systemen und auch auf älteren Systemen oft schon vorinstalliert oder zumindest in irgendeiner Form als Package verfügbar, nachdem es seit ungefähr 134 Jahren nicht upgedatet wurde. Im Wesentlichen gleiches sind die alten Packages auch immer noch da und funktionieren wundervoll. Das ist wirklich gut. Temux ist halt das modernere Teil, kann einige Sachen, die Screen leider nicht mehr kann. Es gibt auch umgekehrt was Temux nicht kann, was mit Screen geht. Ist auch sehr praktisch. Wer weiß, was das ist? Achso, ja. Weiß jemand, was das ist? Da ist eine Hand, jawohl. Jawohl, mit Screen kann man sich mit einer seriellen Connection wohin verbinden. Das geht mit Temux tatsächlich nicht. Also wenn ihr mal irgendwo per Serielle irgendwo draufkommt und kein Kermit oder Minicom drauf habt, Screen kann man da zweckentfremden. Für das und mit Temux geht das nicht. Genau. Dafür kann Temux andere schicke Dinge. Ich bevorzuge es, wenn ihr noch gar nichts davon verwendet, wäre meine persönliche Empfehlung. Fangt mit Temux an, aber habt im Hinterkopf, Screen gibt's auch und wenn ich mal auf irgendeiner alten Box was zu tun habe, dann kann ich damit auch was Ähnliches erreichen. Aber Temux ist ein bisschen flotter im Bildschirmaufbau und das ist natürlich angenehm, wenn wir vom Handy aus über unsere Breitbandverbindung. Breitband in Österreich, wer hat aufgepasst? 384 Kilobit. Da irgendwo noch doch im Zug sitzend einen Server fixen müssen. Ja, das mit dem Zug schon. Hoffentlich. Genau. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt eigentlich auch mit dem Talk, wir haben ein bisschen geschummelt, also wir beschäftigen uns eigentlich primär mit Temux. Weil es halt einfach die schickere, nettere, modernere Variante ist. Aber wie gesagt, alles, was im Prinzip fast alles, was wir zeigen, kann man mit Screen auch machen. Wie gesagt, ja. Geschmackssache. Ja. Jo. Zeig doch mal das mit dem. Zeig doch mal den Temux einfach her. Dann zeige ich doch mal. Momentan sehen wir mal nichts. Wir sehen ein leeres Terminalfenster und rufen einfach mal Temux auf. Bitteschön. Ja, jetzt haben wir einen Temux. Schauen wir da gleich mit. Hat sich nicht viel geändert. Wir haben oben einen Statusbar dazu bekommen. Der hat da eine 0 und da steht Bash. Das heißt, wir haben da eine Shell. Die Statuszeile ist bei uns jetzt deswegen oben, damit ihr sie auch ab der dritten Reihe noch lesen könnt. Und vor allem von da drüben. Genau. Weil standardmäßig wäre sie unten. Das Nette ist, ihr könnt euch die nach oben konfigurieren, wenn ihr wollt. Wir wollen das nur, damit ihr das sehen könnt. Ich verwende sie selber natürlich auch unten. Weil die meisten Terminals sind nicht da oben, sondern irgendwann sind sie da unten. Und dann ist es praktisch, wenn das da alles beieinander ist. So, tue ich es wieder rauf. Ja, also üblicherweise nach dem ersten LS oder so. PLS, PS. Ja. Also top. Whatever. Ja. Message of the Day. Genau. Nein, kompiliert da nicht mehr. Das ist zu alt. Ich habe das Temux übrigens für den Peppi extra handkompiliert, ja, auf der Maschine. GCC geklöppelt. Ja. Genau. Das Schöne ist, ich kann jetzt hier ganz normal arbeiten und, also keine Spoiler, wie ich in jedem anderen Terminal auch arbeiten kann. Und ja,
Ja, nein, tu dich. Ja, ja. Das Nette ist, ich kann diesen Zustand von diesem Terminal, was kann man denn? Schickes Herzeug, kann ein Top herzeigen. Ja. Ich habe sogar Hardtop drauf. Du hast sogar ein Hardtop. Ich habe sogar Hardtop drauf. Hardtop in Farbe. Und bunt. Und bunt, genau. Das kann da einfach weiterlaufen und ich kann jetzt von diesem Terminal detachen. Ich kann mich da davon abkoppeln. Dazu brauche ich ein Tastenkürzel, ein sogenanntes Prefix-Key. Das ist bei T-Mux ist standardmäßig Ctrl-B eingestellt. Bravo. Ctrl-Bravo. Und wenn ich Steuerung-Bravo, wir sind Steuerung-Bravo. Wir sind in deutschsprachigen Sprachen. Ich verstehe, verzeihung. Also Steuerung, wenn ich jetzt sage Prefix, denkt ihr euch Steuerung-Bravo. Und mit D wie Detach, ihr kennt das mit Ctrl-D als Exit, kann ich das verlassen. Und bin jetzt da wieder draußen, sieht aus wie vorher. Und wenn ich aber, nachschaue, ob da noch ein Hardtop läuft, dann sehe ich, hier läuft tatsächlich ein Hardtop und ein Crepe, das nach einem Hardtop gesucht hat. Und das jetzt läuft nicht mehr, weil es ist fertig geworden damit und hat eines gefunden. Aber ich sehe hier kein Hardtop mehr. Und jetzt kann ich sagen, T-Mux, und ich sage, ich möchte jetzt wieder attachen an die Session. Und dann ist das da im Hintergrund weitergelaufen. Was irrsinnig praktisch ist, wenn man zum Beispiel einen Installer laufen hat, der auf einer Maschine in, LA läuft und man hat dorthin eine Verbindung, die ungefähr der österreichischen Breitbandausbau entspricht, mit der Stabilität auf der Südstrecke. Ja? Also so, das will man nicht mehr direkt in der Session haben. Ja. Das Praktische ist, wenn jetzt die Session zusammenfällt, die komplette SSH-Session, weil ich in einen Tunnel gefahren bin. Also in Österreich gibt es Tunnels. Wir haben Berge, die so hoch sind, dass wir Löcher hineinbohren müssen. Und da ist die Internetanbindung noch schlechter als im Zug. Also vor allem ein Zug im Tunnel. Und da ist dann garantiert die SSH-Session flöten gegangen. Ich habe schon nachgedacht, wie man das mit Ethernet lösen könnte, aber stopp. Nein. Ich setze jetzt hier ein hartes Break. Das ist ein Ex-Eisenbahner. Wenn du jetzt anfängst, über Züge mit ihm zu diskutieren, sitzen wir bis um vier da. Nein. Und nein. Genau, das hatten wir gestern schon. Nachher mit Junk. Naja, wenn du Proxy-Lösungen verwendest, die kein UDP unterstützen. Das heißt, ich fahre dann eine UDP-Session über eine VPN-Session, die TCP macht. Nein. Da hatten wir auch schon mal. Da kannst du dann auch mit deinem Gigabit-Glasfaser das echte österreichische Breitband-Erlebnis bekommen, was den Datendurchsatz angeht, ja. Aber jedenfalls, wenn die SSH-Session weg ist, ich connecte mich da wieder dran und kann automatisch wieder auch an meinen T-Mux attachen und das ist alles weiter. Das Schöne ist, bis ich dann wieder empfangen habe mit dem Handy im Tunnel, ist der Installer hoffentlich fertig. Also ja. So langsam ist die ÖBB auch wieder nicht. So geht es nicht. Ja, mach ich mal ein bisschen weiter. Beppe hat schon gesagt, der Präfix ist üblicherweise Steuerung Bertha. Das kann man aber ändern, so wie so ziemlich alles, was beim T-Mux verfügbar ist, konfigurierbar ist. Ein schlimmer Satz. Und ich habe eigentlich immer die Möglichkeit, den Befehl, den ich auswählen möchte, eben entweder über die Kommandozeile einzugeben oder auf ein Tastaturkürzel zu mappen. Dafür gibt es machen wir es hübsch. Dafür gibt es ein Config-File, das nennt sich üblicherweise .tmux.conf, liegt im Home-Verzeichnis des jeweiligen Users. Und da kann man sich die Sachen entsprechend anpassen. Das heißt, ich habe auf Wunsch meines werten Mitstreiters Steuerung B schon einmal auf Steuerung Y umgelegt, weil der Beppe hat das einfach lieber. Das ist so praktisch auf dem deutschen Keyboard. Ne? Ja, also hat sich irgendwann ergeben. Und ich bin ein netter Mensch und habe das ja gemacht. Und nehmt, genauso, was euch gefällt. Und genauso haben wir eben da oben in den ersten Zeilen die Geschichte mit der Statuszeile nach oben, damit ihr da jetzt alle hübsch was sehen könnt. Diese Config-Files sind üblicherweise länger, da kann man sich eben ganz nach Belieben die Tastaturkürzel binden. VI-User binden sich das gerne dann auf die VI-Kürzel, das heißt, ich habe dann wirklich auch meine Navigations-Shortcuts und so wie im VI. Wer noch den dritten Arm hat, kann sich das Ganze auch noch für Emacs konfigurieren, also
je nachdem, wie man möchte. Jeder Fetisch wird bedient. Aber absolut, holla. Gut, Peppe hat schon einmal gezeigt, ich habe meine Teambox-Session und kann mich eben verbinden und detachen. Das Detachen ist eben Präfix Dora üblicherweise. Ich kann das Ganze aber auch mit Präfix Doppelpunkt oben über die Kommandozeile, die halt sonst auch immer unten ist, aber bei uns oben. Irgendwas wird da abgeschnitten. So ein bisschen schneidet er ab. Da steht ein Doppelpunkt davor. Mit Doppelpunkt Detach kann ich mich genauso wieder detachen und bin aus der MOOC-Session raus. Und wenn ich dann wieder hineingehe, weniger tippen, bin ich in der Session wieder drin. Also ganz, ganz wunderbar. Jetzt kann ich aber, wenn ich den T-MOOC aufrufe, nein, fangen wir anders an. Der T-MOOC ist insofern praktisch, weil ich jetzt nicht nur eine Session haben kann, sondern ich kann auch mehrere Sessions haben. Das heißt, ich kann eine Session haben, wo ich meine Mail und meine Newsreader drinnen habe. Ich habe eine zweite Session, wo ich meine Logs irgendwie durchlaufen lasse und ignoriere. In der dritten Session Power Idled irgendein Irsi oder so irgendwie mit ein paar Bots. Also kann man verschiedenste machen. Damit ich die dann irgendwie auseinanderkennen kann, kann ich beim Start von T-MOOC der Session einen Namen geben, was schon einmal recht praktisch ist. Also ich kann, machen wir das so, dass es schon oben ist wieder. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte eine neue T-MOOC-Session und ich möchte der Session den Namen EH16 geben und habe meine ganz wunderbare T-MOOC-Session mit dem Namen links oben, das macht er nicht mit, gut, links oben angezeigt. Auch wieder Steuerung Y, nein, Steuerung Y. Prefix. Genau, wieder raus aus der Session. Wenn man jetzt einmal so ein paar Sessions hat, braucht man irgendwann einmal einen Überblick über die Sessions. Das Schöne ist, mit einem einfachen T-MOOC LS oder List-Session, wenn man ein Schnelltyp ist, bekomme ich meine Liste der Sessions und kann mich dann mit der jeweiligen Session wieder verbinden. Und da kann ich jetzt entweder, man sieht, der ersten Session hat der Peppi keinen Namen gegeben, daher wird die einfach nummeriert. Wenn ich ihr einen Namen gebe, WH16, kann ich mich über die Angabe des Namens auf die jeweilige Session hin verbinden. Kann ich jetzt auch zwischen Sessions hin und her hüpfen, ohne dass ich rausgehen muss und wieder reingehen muss? Ja, wieso? Was spricht gegen Steuerung YD, Steuerung T-MOOC LS und dann wieder? Das ist doch super. Ich kann ja tippen, aber ich mag nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also das Erste, was ich machen kann, ich kann mir mit Steuerung YS auch im T-MOOC bereits drinnen die Liste der Sessions anschauen. Das Schicke ist, ich kann hier einfach dann auch mit der Maus hin und her wechseln. Mit der Tastatur. Dieses alte Linux unterstützt keine Maus-Events im Terminal. Das ging sogar schon unter DOS. Ja. Und kann jetzt also mit den Cursor-Tasten auswählen, welche Session ich habe. Wenn ich auf Enter drücke, lande ich automatisch in der anderen Session drüben. Viel praktischer. Ich kann es aber jetzt auch in der Session über T-MOOC machen. Warum sollte ich das über Texteingaben im T-MOOC aufrufen, um ihm zu sagen? Ah, nein, geht nicht. Geht doch nicht. Gut. Geht doch nicht. Ihr habt also nichts gesehen. Also ich sollte. Das wird rausgeschnitten, bitte. Ja, danke. Ich sollte das also nicht wollen. Gut. Nein, du solltest das nicht. Habe ich auch nicht vor. Du Wunderbar. Solltest das nicht wollen. Oh, es geht. Oh, ja. Nein, es geht schon. Man sollte nur auf seinen Spickzettel schauen und den richtigen Befehl verwenden. Dann funktioniert es nämlich sehr wohl. Okay. Dankeschön. Ich darf das doch wollen. Ja. Also wenn ich statt Attach Switch verwende, dann kann ich natürlich auch über die Session, zwischen den Sessions hin und her wandern. Hurra! Ich mache halt viele Dinge jetzt einfach gern über oben die Kommandozeile, weil da sieht man, was ich tue. Wenn ich dann nur auf der Tastatur herumklopfe. Wir haben ja leider keine Keyboard-Cam. Das wäre so mit Picture-in-Picture. Gut. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mehrere Sessions im T-MOOC zu bauen. Das ist aber noch viel zu einfach. Damit ist der Verwirrungsgrad für den Systemadministrator oder den PFY noch nicht hoch genug. Ja, wir müssen tiefer gehen. Ich kann jetzt innerhalb einer Sessions eins oder mehrere Fenster haben. Wenn ich es wieder auf die, verbose Variante, ich kann also einfach hier jetzt sagen, New Window, ordentlich schreiben. Und wenn man jetzt sieht,
hat man oben 0 Depesh und 1 Depesh. Und wenn ich jetzt hier ein Hardtop starte, damit man es ein bisschen auseinanderhängen kann, sieht man, habe ich ein Window mit der Bash drinnen und ein zweites Window mit Hardtop. Praktischerweise ist der Default bei Tmux gleich mal die Session, also das Window, sowas wie ein Tab im Terminal, wegen der Nomenklatur, benennt es automatisch nach dem aktuellen Prozess, der da drinnen läuft. Also wenn ihr compilt, dann hüpft das wild zwischen make, gcc und holladero umeinander. Also solange es dort umeinander blinkt. Ist ein super Indikator. So, tut sich was, passt, alles gut. Ja, funktioniert das noch? Wenn ihr dann 12 Windows offen habt und überall steht Vim, ist der Informationsgehalt etwas reduziert. Aber auch da kann man was dagegen tun. Ja, natürlich. Was ich jetzt noch, das Ganze geht eben nicht nur über die Kommandozeile, sondern ich kann auch einfach sagen, Präfix Cäsar und bekomme auch ein neues Fenster. Also auch schon einmal ganz wunderbar. Ja. Jetzt habe ich schon 3 Fenster offen. Und du hast schon 3 Fenster offen, ja. Ne? Dann mache ich noch ein viertes auf, aber wieder hier. Und da habe ich jetzt ein paar Optionen mehr. Falsch mitkopiert. Zum einen kann ich dem Ganzen einen Namen geben über die Option minus N. Das heißt, ich nenne das Ganze jetzt... N wie Name, da hat sich jemand was dabei gedacht. Ja, ist viel zu interessant. Das muss aus der GPL, aus der GNU-Ecke kommen. also kann ich meinen Namen geben. In dem Fall habe ich demo_iotop dazugegeben. Und was auch sehr schick ist, ich kann dann auch gleich eine Applikation angeben, die ich in diesem Window ausführen lassen möchte. Das heißt, in dem Fall mache ich ein neues Window, gebe ihm meinen Namen mit und sage ihm, er soll mir dort auch gleich das IO-Top starten. Bim. Und wenn ich jetzt hinüber wechsle. Also wir haben jetzt ein neues Window geöffnet und dort einen Prozess gestartet und nicht daran attached. Und erst dann von Hand danach dorthin gewechselt. Ja, kommen wir jetzt gleich. Zur Fensternavigation kommen wir jetzt gleich. Das heißt, ich habe jetzt hier laufen mein IO-Top-Demo. Ich sehe den Namen schön und damit macht das ergibt dann auch wieder Sinn, wenn ich 15 Vim-Sessions offen habe. Und weiß nicht, was wozu hat man 15 Vim-Sessions offen? Frag Softwareentwickler, die machen das. Ich kann jetzt aber natürlich auch, wenn ich jetzt da wieder zurückgehe, die Session, also das Fenster umbenennen. Ich muss mich konzentrieren, dass ich Session und Window nicht durcheinander bringe. Rename Window. Gib mir eine Hafe. Kann also auch jetzt mein Window einfach so umbenennen. Das kann man sich auf einen Tastaturkürzel auch legen. Jada. Genau. Jetzt habe ich dann mit der Zeit irgendwie mehrere Fenster offen und es wäre eigentlich schon ganz praktisch, zwischen den Fenstern auch hin und her wechseln zu können. Auch dafür gibt es standardmäßig schon ein paar Tastaturkürzel. Da fange ich jetzt nicht an, oben zu tippen. Das heißt, ich kann dann mit Präfix N. So, N wie Next. Zum nächsten Fenster hüpfen, also vom IOTOP und jetzt vom IOTOP. Lande ich dann wieder bei meiner Bash. Und wer genau aufpasst, sieht in der Statuszeile, jetzt sind wir im Window 0 und da sind Sternchen. Und wenn man woanders hinwechselt, dann genau. Wechsel doch mal. Dann wandert das Sternchen mit. Das heißt, ihr habt da einen kleinen Indikator, was jetzt gerade wirklich das aktive Window ist. Man kann das auch nach alles quietschbunt einfärben. Also Violett zum Beispiel wird gut zum Desktop passen in dem Fall. Nein. Und ihr könnt euch quasi das aktive Window dort auch noch farblich mal deutlich besser kennzeichnen. Wenn ihr mit dem Terminal-Programm geht das leider nicht mehr, wir haben es probiert, aber auf neueren Terminal-Applikationen könnt ihr dort auch Emoji verwenden. In der Statuszeile. Also. Jetzt kann ich also nicht nur mit N und P, Next und Previous vor- und zurückwechseln zwischen den Fenstern, sondern ich kann eben dann auch direkt ein Fenster anwählen, indem ich eben wieder sage Präfix und die Nummer des Fensters angebe. Das heißt, mit Präfix 2 komme ich dann direkt zum Fenster namens Peppy. Genau. Ja. Und das Nein, nur 0 bis 9. 0 bis 9, du kannst es auch noch umsortieren, dass das Ding bei 1 zu zählen anfängt. Das ist zwar technisch jetzt sehr absurd natürlich als Konzept, aber irgendjemand hat auch bei den meisten Tastaturen die 0 auf die falsche Seite getan. Und das heißt, du kannst dann, also es gibt dann kein 0. Window, sondern ein erstes, dafür gibt es ein 10. und du kannst dann mit 1 bis 9 die ersten 9 und mit der 0 die 10 erreichen. Ansonsten kannst du dir auch eine Liste aller Windows anzeigen lassen. Das war... Präfix W wie Window. Ach, schön. Und
da hast du jetzt auch wieder 0, 1, 2, 3 stehen. Und wenn das mehr werden, dann fängt er dort A, B, C, D, E, F an. Das heißt, da kommst du dann schon mal bis 36. Also da gehen sich 32. Ja. Also da kommst du mit deinen 22 Wims durch. Ja, genau. Ja. Die Kürzel sind doch meistens recht intuitiv. Man weiß nicht, wie das passiert ist. Normalerweise ist es in der IT war wohl so. Ein Versehen. Genau. War nicht spezifiziert, daher hat das einfach jemand implementiert. Gut. Auch was praktisch ist, nachdem das TMUX ja selber die Fenster umbenennt, je nachdem welcher Prozess drinnen läuft, in dem Window 2, aber sicher kein Prozess namens Pepe läuft, weil ich weiß, ich sitze hier und nicht da drin. Wenn ich ein Window selbst benannt habe und da ein Marshall drauf gemacht habe, dann hört es auf, sich selbst umzubenennen. Also das ist jetzt auch nicht ganz unpraktisch. So. Ja. Gut. Eine nette Funktion, die der TMUX auch hat, vor der sich der Pepe ein bisschen fürchtet, ist, dass ich jetzt, wenn ich meine Session detached habe und jetzt wieder auf meiner normalen Konsole bin, dann kann ich trotzdem mit diesen TMUX-Sessions und mit diesen TMUX-Windows sprechen. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist, ich sage dem TMUX, sende mir doch ein bisschen Texteingabe, und zwar an die Session EH16 in das zweite Fenster hinein. Und also, habe natürlich wieder einen Copy-Paste-Fehler drinnen. Ja. Dankeschön. So. Und wenn ich mich jetzt wieder attache. Ja. Das ist quasi das Sysadmin-Äquivalent einer Blind-SQL-Injection. Also ihr könnt, ohne genau zu wissen, was da jetzt wirklich passiert, einfach mal irgendwas hinschicken, hoffen, dass der Kollege dort die Root-Shell offen gelassen hat. Und mal ein rm-rf. Schauen wir mal, was passiert, ne? Genau. Kollege wollte Platz im Home Directory. Ist wieder Luft. Schauen wir aber auch. Das, also bei meiner Vorbereitung hat das funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt. Die berühmte letzte Worte. Hey. Mit RM habe ich mich das jetzt nicht getraut. Das Blöde ist, Hello ist da nicht installiert, gell? Ja. Gut. jetzt ist es aber immer noch der Verwirrung nicht genug. Ich kann nämlich noch mehr machen. Wir müssen tiefer gehen. Ich habe den Film noch immer nicht gesehen. Es gibt sicher auch eine ASCII-Variante davon. Hoffentlich. Ja, anders kann ich es ja nicht sehen. Genau. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur unsere Sessions und unsere Windows, sondern wir haben jetzt auch noch Panes. Paneele? Panes. Und zwar horizontale und vertikale Panes. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, Split Window. Im Screen werden sie es auch Splits genannt. Und das Ganze vertikal, please. Jetzt habe ich zwei. Genau. Panes. Hurra! Und jetzt kann ich in dem einen da herunten tippen. Das heißt, ich könnte hier. Wie funktioniert denn das unter Linux? Ich mache doch sowas. Warte, lass mich doch, ich kenne mich da aus. Genau. Das heißt, ich kann jetzt da meinem seinem Terminal, seinem Log da zuschauen. Wenn ich es wiederfinde. Da war so, ja. Da, wo das Sternchen ist. Ja. So. Genau. Und mit Prefix O. War das O? Ja. Ja, Prefix O. Kann ich jetzt zwischen diesen Panels hin und her schalten. Das heißt, ich kann im unteren das Log mitlesen, während ich oben die Konfiguration zerstöre. wenn ihr Software entwickeln wollt und im einen laufen eure Unit-Tests und im anderen schreibt ihr so lange, bis es da unten grün wird. Ist ja auch nicht unpraktisch. Der Witz ist, ihr braucht nicht 15 Fenster hin und her handeln, sondern das geht dann auch beim Server gleichzeitig. Wenn ihr mal zum Beispiel bei eurem Webserver gerade die TLS-Konfiguration verbessern wollt und im Error-Log mitlesen wollt, warum das noch immer nicht so funktioniert, wie ich das vorgestellt habe, weil der Vortrag war echt verwirrend damals. Und ich verdiene mein Geld unter anderem mit Softwareinstallationen. Das heißt, ich werde dafür bezahlt, sehr oft einfach den Logfiles beim Durchlaufen zuzuschauen. Und da hat man dann gleich alle Logfiles auf einen Blick im Griff. Perfekt.
Was ich jetzt auch noch machen kann, ich kann eben nicht nur, was habe ich jetzt vorhin gesagt? Horizontal, das heißt auch Nein. Nein, du hast vertikal gesplittet. Ich habe vertikal gesplittet und jetzt splitte ich horizontal auch nochmal. Und ich habe auch hier wieder diese nette Option minus Dora, mit der ich ihm auch wieder ein Programm mitgeben kann, das er mir dann in diesem Pane ausführen soll. Das ist wahrscheinlich das kleinste Top, das ihr je gesehen habt. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, sowohl in einem Window als auch in einem Pane Applikationen laufen zu lassen. Das kann ich jetzt, Das kann ich jetzt wirklich bis zum Exzess treiben. Also ich kann dann einen Pane im Pane im Pane im Pane im Pane. Ja, das geht. Die nachfolgenden Sendungen. Da. Hm. Ah. Da wird's jetzt eng. Ja, also Kunstprojekt, goldenen Schnitt jetzt damit machen und so weiter, alles ganz wunderbar. Ja. Genau. Nachdem das jetzt mit, habe ich jetzt horizontal oder vertikal gesplittet und wie herum meinen Sie das jetzt? Das ist jetzt nicht ganz so idiomatisch, wie man es gerne hätte. Die Bindkeys, die dafür vorgesehen sind, sind für das eine Prefix Prozent. Das ist hinreichend schräg, dass man jetzt nicht weiß, ist es so oder so gemeint. Ambiguous. Und egal, was das eine ist, das fürs andere ist Prefix Hochkomma. Man kann das umkonfigurieren und sagen zum Beispiel Prefix Minus teilt immer so und Prefix Pipe teilt immer so. Das dann hilft, das hilft total. Ja. Das sind halt so die üblichen Dinge, die halt dann die amerikanische Tastaturbelegung wahrscheinlich vielleicht ein bisschen sinnvoller erscheinen lässt, aber... Also du brauchst einfach vier Finger weniger, um ein Pipe zu erreichen. Ja. Am Mac ist das ein bisschen auf der deutschen Tastatur, ja, hält fit. Aber es geht. Aber man merkt sich dann wenigstens, wie herum es jetzt teilt, wenn man dann das wirklich machen will. Jetzt werden wir da mal, was mache ich denn jetzt? Ich brauche ein neues Fenster, dankeschön. gib noch mal ein sauberes Fenster. Nein, aber für die Demo eigentlich kann ich das noch verwenden. Jetzt kann ich aber auch, und das ist auch wieder sehr fein beim Tmux, auch diese Panes dann wieder einzeln adressieren. Um zum Beispiel die Inhalte von zwei Panes auszutauschen. Ich sage, ich möchte links den Hardtop und rechts den Top und dann möchte ich es doch andersrum haben. Das kann ich durchswitchen. Dazu muss ich aber erst einmal wissen, wie ich diese Pane adressiere. Das heißt, ich kann jetzt wieder Prefix Q drücken und dann malt er mal über jedes Ding eine Nummer drüber, die man da natürlich wieder mal super nicht sieht. Danke. Mal probier's nochmal, das geht relativ schnell weg. Super. Ja, gut, ja. Die mittleren sind ein bisschen klein, weil er skaliert es dann natürlich auf die Pane-Größe hinunter. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, dass man da so viele Panes machen, aber... Nein, die sind wahrscheinlich gewöhnt, dass die Terminalfenster größer sind. Ja. Ja, wir haben halt den Font groß gemacht, dass man auch noch hinten was sieht, aber... Ja. Genau, deswegen macht ihn das Tmux jetzt kleiner, damit man auch noch Platz hat. Genau. Ne? Das heißt, ich sehe hier, die werden schön brav auch wieder mit 0 beginnen durchnummeriert. Ich hätte auch das Timeout höher stellen können, aber... Ja. Nachher ist mir immer gescheiter. Und damit kann ich jetzt dann eben auch die Panes direkt adressieren. So, da war ich eigentlich. So, ja, besser. Der Übersicht halber. Nein. Machen wir es langsam. Du darfst auch gern für mich tippen. Jetzt weißt du schon, wo es liegt. Oh, irgendwo so. In der History. Jetzt will ich zum Beispiel diese zwei Panes swappen. Ich möchte das Logfile eigentlich oben haben. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen swap Pane minus Dora und er tauscht mir einfach die zwei aneinanderliegenden Panes miteinander aus. Wenn man da jetzt fünf Panes gleichzeitig hat, wird das mit diesem minus Dora so mit dem swap das jetzt mit dem nächsten Pane, also ist das jetzt das oder doch das da oben? Ist geeignet für Leute, die Schach spielen und gerne mit einem Springer arbeiten. aber genauso kann ich dann eben beim Swap-Pen mit minus T wieder die entsprechende Konsole angeben und dann hin und her springen. Was könnte ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich so ein Pen habe und ich brauche jetzt aber ganz viel Platz, um damit zu arbeiten? Kann ich das irgendwie da rauskriegen? Ja, kannst du. Ich darf was wollen wieder. Das ist schön. Du bringst mir meine Reihenfolge durcheinander. Also ich möchte das später machen. Nein.
Ich bin ja flexibel. Jetzt sehe ich, okay, springen wir hinüber. Ich bin in meinem Logfile drinnen und hätte das jetzt gern als eigenes Fenster sozusagen. Das wäre dein Wunsch. Ja, genau, weil dem Peppi erfülle ich ja gerne alle Wünsche. Er hat ja bei mir mehrere Steine im Brett. Ich kann jetzt hier sagen, Breakpain. Bam, 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 minus T 0, weil Ctrl Q, das geht jetzt nicht, nein, machen wir das nochmal so. Ctrl Y Q, das obere Fenster ist das Nuller-Pane, ne? Das obere Pane ist das Nuller-Pane in diesem Fenster. So, korrekt genau. Formulieren. So. Jetzt, wo das T-Mux so viel Platz hat, während der Martin tippt, wenn man sich die IDs anzeigen lässt, gibt es auch noch ganz klein die Größe von dem Pane in Charakter, also so mit X und Y. Wird dann auch noch angezeigt. Auch praktisch. Und jetzt kann ich eben sagen, Break Pane und mit minus T gebe ich an, welche Pane er mir quasi herausbrechen soll. Mhm. Schön verwenden. It broke. Muss ich sagen, wohin? Nö, weil er sollte mir einfach ein neues Fenster aufmachen. Null ist schön. Na, du hast schon ein Fenster null. Entfernen wir doch das Fenster 0 mal. Schau mal. Darf ich das Fenster für dich entfernen? Ich wechsle da auf das Fenster 0 und sage und tschüss. So, darf ich es jetzt noch? Ja, darf ich es jetzt noch mal probieren? Ja, ja, bitte. Gibt es für diese Commands eine History? Muss er das jedes Mal neu copy-pasten? Also ich copy-paste das. Okay. Probieren wir es nochmal. Jetzt ist auf einmal. Hier mein Pain weg, danke schön. Ich bin wieder mal auf der Seife gekommen. Und wenn ich jetzt zu meinem Nullerfenster hinüberhüpfe. Du bist schon. Ja, weil ich das falsche Pain genommen habe. Ich depp. Das ist, weil du mir meine Reihenfolge durcheinander gebracht hast. Aber nachdem du das andere Pain auf die Seite geräumt hast, ist jetzt auch Platz für meinen Lauffeil. Ja, aber ich wollte das haben. So. Aber jetzt. Aber jawohl. Jetzt. Ja, bitte. So, ah, sehr schön. So wie es sich gehört. Mhm. Gut. So, jetzt brauche ich da aber wieder ein Pen. In den Notizen steht jetzt, ich darf jetzt nicht fragen, wie ich das wieder zurückkriege. Aber es geht. Das kommt später. Nein. Und ins, was war das? Dreier war das, gell? Zum Beispiel, ja. Nimm doch mal die 3. 3 ist gut. Ja. Ich habe jetzt aus der 3er das Pain rübergeholt, ja. Auch das geht. Also ich kann auch die Pains. Ihr könnt das auch woanders Pains klauen. Genau. Also da beginnt wirklich das fröhliche Fenster und mit aus einem Fenster ein Pain machen, aus einem Pain wieder ein Fenster machen, ein Pain von einem Fenster in ein anderes Fenster hinüberholen. Also stundenlang kann man sich da spielen. Wenn ihr einen Buchungscode habt, wo ihr da das Ganze hinbuchen könnt, ganz wunderbar, ganz schön. Aus der Kategorie, wenn ihr mit einem anderen Menschen gemeinsam Systeme administriert, Spaß am Gerät. Welcher Name ist denn jetzt der von dem Fenster? Das Window heißt Python, ja, weil das IOTOP ist in Python geschrieben und damit ist es ein Python-Prozess. Wir können uns auch quitten, dann ist es weg. Du willst zum Tippen anfangen und der nimmt dir dein Beispiel weg. Mach mir da jetzt wieder einen Pain hin, bitte. So? Das ist mir egal. Don't care. Dankeschön. Das war das mit dem Prozent. Ich wusste jetzt auch nicht, was kommt. Das passt alles gut, alles gut. Ich bin eh schon fast durch in jeder Hinsicht. Also Tag 3 und es wird nicht besser. Was ich jetzt natürlich auch machen kann, ist, wenn wir jetzt
Du hast das nämlich so zur Abwechslung sogar richtig gemacht, nämlich so, wie ich es jetzt fürs Thema brauche. Wenn ich jetzt von diesem Süßlocken... es wird, versprich mir, dass das nicht mehr vorkommt. Jetzt möchte ich von diesem Süßlock zum Beispiel mehr sehen. Das heißt, ich kann jetzt natürlich auch, wenn ich die richtigen Tasten erwische, ja, diese Fenster größer und kleiner machen. Whee! Das Ganze geht natürlich auch wieder dann in dem Ding mit den 50 Panes und da wird es... Das darf er dann herzeigen. Na, nachher. Also noch einmal, um es zu... Damit ich jetzt... Alles durcheinander gebracht. Ich habe meine Sessions. Nein, mach mal das. So. Ich habe meine Sessions, kann zwischen meinen Temux-Sessions hin und her wechseln. Ich bleibe jetzt da drinnen. Ich habe meine Windows. Innerhalb einer Session? Innerhalb einer Session. Und ich habe, welche war die wahnsinnige? Das war die Peppi, gell? Wahrscheinlich, ja. Und ich habe innerhalb eines Windows und ich habe innerhalb eines Windows dann wiederum die einzelnen Panes, mit denen ich ganz viele schlimme Sachen machen kann. Das ist ein Konzept, da braucht man mal ein, zwei Minuten, um das vernünftig zu verdauen. Hast du nicht aufpasst? Zwischen Sessions, ja. Du kannst, also die Adressierung ist Session, entweder die Nummer oder wenn du ja einen Namen gegeben hast, den Namen, Doppelpunkt, Window, Punkt, Pane. Also du kannst ein Window aus einer Session in ein Pane in einer anderen Session. Warum auch immer. Also das ist... Weil es geht. Also ich stelle mir das schön vor, wenn wir so wie hier jetzt eine Search-Session haben und du drehst einem Sys-Admin seine komplette Pane-Config. Das machst zweimal, zum ersten und zum letzten Mal. Ideal für Pair-Programming zum Beispiel. Ja, es wird langsam. Prefix Theodor gibt dir die Uhrzeit. In welcher Zeitzone? Am Server. Server-Time. Also UTC. Es geht um die Minuten. Ich wollte wissen, wie spät. Und die Hannah Montana ist ihrer Zeit voraus, die ist schon am nächsten Tag. Gut. Was habe ich denn noch? Da habe ich noch. Ich habe doch noch da was gehabt. Haben wir noch Content? Ich habe noch Content, genau. Das Ganze war jetzt natürlich... machen wir den da mal weg. Das Ganze war jetzt alles sehr händisch und manuell. Das kann man auch skripten. Man kann tippen lassen. Also man setzt den PFY dran und sagt ihm, ich malt ihm so richtig schön auf, ich hätte da gern das Kasterl mit dem und das Kasterl mit dem, mach mal. Dann kommt er irgendwie ein paar Tage später und alles, was man dann machen muss, ist ein Schuss. Wo ist das? Source und ein Pfeil dazu. Badim. Und er hat mir automatisch die zwei Panes auf der Seite angelegt und die Applikationen drinnen gestartet. Sehr schick. Das Ganze. Wie habe ich das genannt? So. Das Ganze ist relativ trivial. Ich gehe zu meinem Pane, ich splitte den einmal horizontal. Das sieht man nicht. Mhm. Ich splitte den horizontal. Das Minus P sagt ihm eben 50%, also genau in der Hälfte soll man das einmal auseinanderdividieren. Und soll mir dann mit Minus D gleich den Hardtop in diesem Panel dann drinnen starten. Dann selecte ich dieses Panel. Das hat dann eben die Nummer 1, weil das, wo ich angefangen habe, war das Nuller. Splitte das wieder vertikal, wieder mit 50%. Und startet dort drinnen IOTOP. Und dann gehe ich wieder zurück in das Panel, wo ich angefangen habe. Könnte ich das am Server auch einsetzen, so wenn die Kiste gerade hochfährt? Ja, das Ganze kann man in ein Startup-Skript bauen, das Ganze kann man in ein Login-Skript reinbauen. Das heißt, ich melde mich an der Maschine an und ich habe gleich einmal meine drei Temux-Sessions laufen mit allem, was ich so brauche. Also Feedreader, Easy Client zum Idlen. Genau, Power-Idlen. Power-Idlen ist das Neue. Der Linus hat eine Frage.
Ja, natürlich. Du kannst auch eine Temux-Session in der Temux-Session dann noch fahren. Also. Ja, ganz gefährlich ist es, in seiner Shell-Initialisierung ein Skript zu haben, das nachschaut, gibt es eigentlich Temux-Sessions? Und wenn es nur eine ist, dann attach mal. Und wenn es mehrere sind, dann liste sie mir auf und lass mich eine auswählen. Wenn du keine Temux-Sessions findest, schau nach, gibt es Screen-Sessions? Wenn es nur eine ist, attach mal. Und wenn nicht, liste sie mir auf. Jetzt, genau, und dann gehst du her und sagst, ich bist in deiner Temux-Session und sagst, ich brauche jetzt gerade ein serielles Terminal, vertippst dich, machst ein Screen auf, das macht dir eine neue Shell auf, die schaut nach, oh, ist da was? Und dann läufst du ins Prozesslimit deines Betriebssystems. Hoffentlich. Das ist die Unix Administration Padawan Fork Bomb. Und wir wissen ja, es gibt nur zwei Arten von Unix-Administrationspersonen. Die, denen das schon mal passiert ist und die, denen das noch passieren wird. Gut, zwei Dinge habe ich noch zum Herzeigen. Das sollte sich so der Peppi nicht wieder querschießt, noch ausgehen. Nein, so leicht entkommst du mir nicht. Das eine ist, Prozent oder Anführungszeichen, ja. Danke, das hat ausnahmsweise einmal gestimmt. Ich gehe da jetzt nach etc. Ich gehe da nicht. Das war jetzt meine 6er. Danke. So, ich gehe da nach cd/opt. Mhm. Und so, dass wir das hübsch haben. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diese Panes synchronisieren. Ja, genau. What could possibly go wrong? Das heißt, ich kann jetzt hier einfach einmal ganz locker flockig sagen, set window synchronize panes. Das kann man jetzt mit PWD machen oder mit Steuerung L, um das alles wieder zu löschen. Das könnte ich jetzt auch. Ich könnte jetzt in jedem dieser Panes natürlich auch eine SSH-Session zu einem anderen Server haben. Und dann den ganzen Cluster auf einmal rebooten. Also wenn ihr Cluster Shell verwendet, um irgendwie so Farmen von diversen Dingen zu administrieren, geht dann relativ bald, wenn man noch ein paar Maschinen hat, die unter Debian Old Stable rennen, einfach mal Synchronize Pane Dist Upgrade. Chicken? Chicken much? Das ist jetzt rein akustisch nicht bis zu mir vorgedrungen. Alt 1. Alt 1. Achso, alt im Sinne von Meta. Genau. Ah, genau. Dankeschön. Wieder was, ich habe was gelernt. Hurra. Das geht am Mac alles nicht, weil diese Meta-Alt-Dinge. Wir kratzen dann natürlich auch wieder nur an den ganzen Temux-Funktionen. Es gibt noch viel mehr. Der Peppi hat sein Scrollback und Textcopy, was er so heiß und innig liegt. Magst du da vielleicht zwei Worte drüber verlieren? Oder? Genau. Scrollback ist ja praktisch, um irgendwie verloren gegangene Dinge wieder zu bekommen. Allerdings, nachdem Temux ja das ganze Terminal übernimmt und wenn ich dann beginne zu scrollen, dann scrollt das ganze Temux einfach weg. Dann habe ich den Rest davor und das funktioniert so überhaupt nicht. Deswegen gibt es im Temux einen Scrollback-Modus, den man über das intuitive Tastenkürzel, wir haben ja gemerkt, es gibt intuitive Tastenkürzel in Temux, Prefix eckige Klammer auf. Das ist so, da komme also ich halt. Altgrill 8 ist es dann, ne, auf dem PC. Also, da wird man da schon zum Emacs-User. Wenn wir hier den etwas längeren Text haben, dann kann ich mit dem Prefix da und eckige Klammer auf hineingehen. Auf jetzt einmal rechts oben eine Anzeige, 0/27, das ist jetzt meine Cursor-Position. Nein, ist es nicht. Nein. Sondern, ja, aber ich kann jetzt da innerhalb von diesem Ding rumscrollen. Das sind Zeilen, ja. Das Ganze funktioniert auch, wenn das in Panes gesplittet ist, innerhalb eines Panes und ich kann in dem
einzeln herumscrollen. Die Tasten musst jetzt du drücken, weil ja. Das geht bei meinem Terminal über die Session nicht. Ich kann jetzt anfangen. Temux hat einen eigenen Buffer, wo ich Texte kopieren kann. Wenn ich jetzt ganz brutal mit der Maus hergehe und anfange da drüber zu ziehen und ich habe irgendwie ein, Machen wir das mal so. Prozent war das Prozent, so. Herum, das ist, ja. Prozent ist random, das ist gut. Wenn ich jetzt mit der Maus hergehe und da Text markiere, was wird passieren? Kannst du mal da drüben Text markieren? Mit darüber fahren? Also darüber, also, darüber fahren. Maus kommt und markier doch einfach mal Text. Wirkt jetzt möglicherweise unpraktisch. Weil die Terminal-Applikation selber hat keine Ahnung davon, dass da drinnen gesplittete Panes und Windows drinnen sind. Das heißt, wenn ich da jetzt in dem linken Teil zurückscrollen möchte, eben prefix-eckige Klammer auf, dann kann ich hier herinnen rumscrollen und wenn ich jetzt da einen Text kopieren möchte, kann ich die Leertaste drücken. Einfach nur die Leertaste. Nein, das ist jetzt das, also das mit dem Binding, ja, die ja, musst ja. du kontrollieren. Ja, genau. Aber im Prinzip normalerweise ist die Leertaste und dann kann ich hier markieren. Oh, ja. Ja. Wie lange hast du das schon auf Super User oder hast so gesucht? Ja? Das geht. Und das Praktische ist, das ist jetzt ein Buffer in Tmux. Das heißt, ich habe im linken Pane zum Beispiel meine SSH-Session auf einen Server und den VI dort und tue dort Dinge und im anderen irgendwas anderes. Eine SSH-Session zu einem anderen Server, nie Business Controls erzählen, ganz, ganz genau. Schlechte Idee. Und ich will jetzt von der einen Maschine was auf die andere bringen. Jetzt kann ich innerhalb von Tmux das in den Buffer kopieren und im anderen dann wieder einsetzen. Das war jetzt... geht. Mit Enter komme ich aus dem Ding wieder raus und das hat jetzt in den Tmux-Buffer kopiert. Das heißt, wenn ich jetzt, wo wechseln wir denn hin? In den rechten Pane einfach. In den rechten Pane wechseln wir. Sind wir da? Und jetzt kann ich hier sagen, ich mache mir damals einen Vim auf, gehe in den Insert-Mode. Und theoretisch sollte jetzt. Und theoretisch, genau. Das war jetzt das mit dem auch wieder intuitiven Tastenkürzel Prefix eckige Klammer zu, kann ich ein Tmux-Buffer-Paste machen. Das macht das Tmux, das heißt, im Vim habe ich im Insert-Modus jetzt jemanden, der da reintippt. Ich hoffe, das funktioniert. Das funktioniert natürlich jetzt nicht. Nein, das hat nicht funktioniert, weil wir irgendwo zwischen Hannah Montana Linux, deinem Mac und meiner Linux-Box irgendwie ein Tastatur-Mapping-Problem haben. Soll ich mal probieren? Prefix-eckige Klammer zu wäre das normalerweise. Ja, ich probiere es mal. Nee, okay, das hat vorhin auch nicht. Das glaubt ihr uns jetzt. Genau, das ist Hausaufgabe. Das könnt ihr dann probieren. Den brauchen wir da jetzt eigentlich nicht mehr. Genau. Aber das ist relativ praktisch, weil das Ding eben dann weiß, wo die Panes und die Windows anfangen und aufhören. Das kann lebensrettend sein. Du hast eine Frage. Ja, also du kannst generell in den Dingen zum Rumscrollen Die Tasten frei definieren. Je nachdem, wie du es dir eingestellt hast, mit Emacs-Bindings arbeiten oder mit Vim-Bindings. Und, du machst es dir ganz eigen. Und genau. Oder auf neueren Betriebssystemen als Hannah Montana Linux kannst du auch ein Terminal haben, das Maus-Events unterstützt, so wie unter DOS mit Midnight Commander oder Norton Commander damals. Noch drauf und dann kannst du wirklich einfach am Trackpad oder mit deinem ThinkPad-Nupsi anfangen, in dem Ding zu scrollen einfach, so wie du sonst auch scrollst und der weiß aber dann, dass du jetzt in dem Pane scrollst und scrollt nur das. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger zum Aufsetzen, wer mag, kann sich da an mich wenden, ich habe da so Config. Das geht, das macht das dann wirklich recht bequem. Und dann kann man auch im Midnight Commander, kennt das noch wer? Norton Commander, Midnight Commander, ja? Wenn man das am Mac verwendet, ja, so F10, F2, ganz viel Spaß, da geht dann immer so Tastaturbeleuchtung an und auf einmal fängt das iTunes an zu spielen und so. Da ist man dann froh, wenn man mit der Maus hinfahren kann und kickt da drauf und das funktioniert auch. Und das Panel Resizen und so weiter kann man optional auch zum Beispiel mit der Maus machen, wenn man das möchte. Gut. Wollen wir natürlich nicht. Letztes Thema, weil wir sind, glaube ich, eh zeitlich. Mach doch ein letztes Thema. Mach ich ein letztes Thema. Was Tmux auch kann und eigentlich recht schön kann, ist das, was wir jetzt die ganze Zeit genutzt haben, nämlich nicht Screensharing, Session Sharing.
Das heißt, ich kann, es können sich auch zwei oder mehrere Personen gleichzeitig in dieselbe Session hineinhängen. Und dann eben entweder gemeinsam arbeiten oder einer arbeitet, drei schauen zu, das ist eine klassische österreichische Lösung. Ne? Wenn man sicher gehen will, dass man nichts kaputt macht, kann man das Ganze im Read-Only-Modus starten als Client. Also ich kann sagen, ich möchte mich dorthin verbinden, aber ich mache nichts, ich will das nur im Read-Only-Modus. Genau, also wenn ihr Management was zeigen wollt. Das heißt, schauen wir mal, ob wir das jetzt hinbekommen. Wenn der Martin und ich den Talk nochmal machen, kriege ich auch eine Read-Only-Session. Oh ja, oh ja. Was ich dazu tun muss, ist einfach nur eine zweite Session laufen. Also das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben eine TMUX-Session gestartet, die an einen speziellen Socket gebunden wurde, nämlich an den /temp EH16S. Der bekommt dann die Gruppenrechte. Diesem Socket wird... Wir haben ganz normale POSIX-Rechte. Ja, danke. Wenn dann zwei User-Accounts mit derselben Gruppe auf das Ding schreiben dürfen, dann können beide in der gleichen Session lesen, tippen, schreiben und arbeiten und ich kann den Martin reinpfuschen. Und was wir jetzt eben hier gemacht haben, wir haben eine TMUX-Session gehabt, um das Screensharing zu machen, aber die TMUX-Session, die wir hergezeigt haben, hat eben andere Config gehabt, unter anderem auch, damit wir anderen Präfix haben, weil sonst muss man immer verdoppeln. Ich kann TMUX im TMUX fahren, muss aber dann jeden Befehl quasi... Muss das Präfix doppeln dann quasi. Präfix doppeln und das wollten wir uns jetzt für die Demo ersparen, deswegen haben wir da... Zum Kunstgriff gegriffen. Zum Kunst. Also einen TMUX mit Steuerung B und einen TMUX mit Steuerung Y und damit sind wir da wunderbar durchgegangen. Wo kann es einem passieren, dass ich jetzt anfange, ich habe genestete TMUX-Sessions. Ich verwende bei mir einfach für meine ganz normalen Terminals auch schon mal lokal TMUX. Das heißt, ich habe schon mal da eine TMUX-Session, verbinde mich auf einen von meinen Servern und habe dort wieder eine TMUX-Session. Das Praktische ist diese Statuszeile. Zeig doch mal die Statuszeile her. Die kann ich sehr, sehr, sehr viel konfigurieren. Ich kann auf der linken Seite mir ein Left-Prompt machen, ich kann ein Right-Prompt machen. Das heißt, ich kann mir dort hinschreiben, so um das klassische Sysadmin-Dilemma zu lösen, wer bin ich, wo bin ich. Dort anzeigen lassen, gib mir dort mal einen Hostnamen oder so einen Fully Qualified Domain Name, damit ich nicht nochmal die falsche Maschine reboote in Produktion. Ich dachte, du hast die Hostnamen schon durch Emojis ersetzt. Ich kenne Darwin. Am Mac-Terminal kann ich wirklich Emoji da drinnen verwenden. Es gibt da den Unicode Codepoint U1F47B. Weiß das jemand auswendig? Das ist der Geist. Und den kann man sich in sein Terminal tun, dann hat man einen Ghost in the Shell. Pardon. Ja. Und dadurch, dass ich halt am Server dann auch TMUX habe, kann ich mit genesteten TMUX-Sessions arbeiten. Das geht dann relativ schnell, dass man da auch mal drei oder vier hat. Und dann ist es halt nicht mehr Ctrl-Y-Command, sondern Ctrl-Y-Y-Y-Command. Dann hat man sich jetzt zweimal verzählt und hat gerade das falsche Window in eine Pane vom Kollegen verschoben. Also übt das zahlt sich aus. Es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Es macht viel Spaß, so wie wir das jetzt gemacht haben, eben zum Pair-Programming oder ihr wollt Kollegen was zeigen, was anlernen. Das ist wirklich... Oder so, es ist 4 Uhr früh, ich habe 2 Tage nichts geschlafen, kann mir jemand zuschauen, während ich jetzt da die Config fixe? Das geht auch, man kann mit TMUX auch Sessions loggen. Dann kannst du zumindest am nächsten Tag nachschauen, warum die Kiste jetzt nicht mehr funktioniert. Also schaut in den Manpage rein, da gibt es noch viel, viel mehr. Man kann das noch bunt machen und hin und her und tralala. Unbedingt damit spielen ist ein ganz tolles Tool. Ich glaube, da wartet schon die nächste Session oder stehen die nur so da? Ansonsten, falls noch was kommt, ja. Wenn ihr noch interessante Configs habt, erzählt sie uns, wenn es Fragen gibt. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben oder nicht. Ich glaube, wir sind ziemlich pünktlich. Mausmode hatte ich erwähnt, mit der Scrollerei, ja. Das damals. Ja. Das ging nur mit dem Henna Montana Linux, das er sich eingebildet hat. Da kann die Terminal-Applikation keine Maus-Events leider. Seit man Mac nehmen müssen, und geht das mit den Tastenkürzeln.
Ja, also man kann den Mausmotor mit einem Keybinding auch wieder ein- und ausschalten. Und skripten. Also das, ja. Gut. Gut. Dann. Einen Pac-Man nur in T-Mux. Natürlich, natürlich, ja. Da brauchst du aber irgendwie Color Modifier dafür. Dann noch. Es gibt da noch ein paar Tools rundherum. Der T-Mux-Sinator, wenn man eben so diese gescripteten Setups mit vielen Panes und Fenstern und so haben will. Wir stellen da noch ein paar Links dann auch noch ins System hinein. Ansonsten für Fragen, Input, weitere Verbesserungsvorschläge etc. Wir genau. sind noch da und wir jetzt dann wahrscheinlich da. Beim Junk zu finden. Genau, und ansonsten Ed Lyra und Ed McLemon. Man findet uns. Ja. Du bist herzlichst eingeladen, T-Mux auf Windows zu portieren. Das geht mit Cygwin angeblich. Ja, aber dann kannst du gleich Linux verwenden. Gut. Ja. Nimm Linux. Dankeschön. Danke.